Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS19 Goldgräber. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir mit dem Radlader das dann besser hinbekommen. Denn ja, also der kleine Stapler konnte mit diesen riesenschweren, das war ja eh schon schwer, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht umgehen. Und selbst der Radlader tut sich schwer. Schauen wir mal, ob wir den besser hier reinkriegen. So. Jo, der Anhänger sollte das ja ohne Probleme hinbekommen. Und der eine oder andere von euch hat natürlich zu Recht angemerkt, ist schon ein bisschen witzig, ne? Da fährt man hier durch die einsame Wildnis mit so einem Auflieger oder mit so einem alten Klapperanhänger. Und hat er einen riesen Berg, hat er Europaletten mit Goldbarren drauf. So. Das werden wir irgendwie abkriegen, ja? Was denn, wenn wir jetzt die Bänder dran machen? Ja, so geht's. Okay. Gut. Ja, und dann können wir zum ersten Mal zum Verkaufen fahren. Oder die zum Verkaufen fahren lassen. Werden wir in unserem Liebherr so ein bisschen wie im Affe auf dem Schleifstein sitzen. Ja, wir müssen irgendwann eine Reparaturwerkstatt hier hinbauen. Ihr seht es schon, ne? Auch die Maschinen müssen ja irgendwann mal gewartet werden. So. Ja, es gab übrigens sehr viele Kommentare, die Sorge hatten, dass wenn ich nicht ganz schnell die ganz großen Maschinen nehme, dann werden wir ja 5 Milliarden Folgen brauchen. Ich glaube, ihr seht mittlerweile, dass diese Befürchtungen nicht begründet, sag ich mal, berechtigt sind. Denn ja, ich mache natürlich bei so einem Let's Play auch vor den Folgen, zwischen den Folgen Gedanken, was zeige ich, warum und wenn ja, wie viele. Und das ist hier natürlich auch so. Ja, Garderobequalität gewohnt ist. So. Aber nochmal 540 Paydirt. Und dann lassen wir mal den ganzen Kram hier in die Stadt fahren, beziehungsweise diesen Palettenverkauf. Und da bin ich mal gespannt, bei wie viel wir dann am Ende rauskommen werden. Ja, und ich verlasse mich jetzt drauf, was ihr als Zuschauer draußen an den Empfangsgeräten gesagt habt, nämlich, du brauchst keinen Stapler, um die Paletten abzuladen. Ich meine das auch noch so zu erinnern, ne? Dass je nachdem, welches Fahrzeug man verwendet, man einfach dann über den Abladeträger fährt und gut. Aber das habe ich natürlich bis jetzt schon wieder vergessen. So, Spanngurte dran. Und dann brauchen wir die Strecke von der Mine zum Palettenverkauf. So, Fiat hat den Überladepunkt erreicht. Hä? So ist es besser. Okay, ja, wenn wir natürlich mit dem Radlader dann dazu fahren müssen, das ist natürlich ein bisschen blöd. Wir vertreiben uns mal die Zeit, indem wir einfach hier schon mal weitermachen. Und
Und dieses, ja, also dieser Kollege hat natürlich irgendwie einen Nachteil dahingehend, dass diese Knicklenkung, die kann man hier bei dem nicht abschalten. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Radlern geht, dass man da unterschiedliche Fahrmodi hat. Und ich glaube, wir müssen wirklich mal überlegen, ob wir oben auf der Halde arbeiten. Also ob wir uns hier so einen Weg hochgraben, wo wir dann mit den Fahrzeugen auf die Halde drauf fahren. Und in einer der nächsten Anschaffungen hier wird natürlich ein erster Muldenkipper sein, wo wir dann hier mit der 3000er Schaufel drauf rumschaufeln. Mal schauen, wie viel Geld wir jetzt für die Goldbarren bekommen. So weit ist das ja gar nicht darunter, wie ihr seht. Ja, und derweil könnten wir hier auch weiter schaufeln. Wie blöd ist, wenn der Anhänger gerade weg ist. Aber wie gesagt, dafür bräuchten wir so für diese Servicefahrten, haben wir dann nochmal so einen kleinen LKW. Wir könnten theoretisch auch beide LKW auf die Steinestrecke packen. Und das, je nachdem wie viel die Schaufel dann zieht. Und ja, ihr seht auch, wie viel ich offscreen hier für euch sozusagen arbeite. Weil, und ich merke das auch, dass euch das so viel Spaß macht. Deswegen auch nochmal danke für die tolle Unterstützung, auch für die Unterstützer auf Garderoll Plus. Alle Infos zu Garderoll Plus in der Videobeschreibung. Mein Unterstützerprogramm, wo ihr sagen könnt, hey, ich gebe dir monatlich einen kleinen Obolus oder aufs Jahr gerechnet, sogar dann umgerechnet noch ein bisschen mehr. Dafür darfst du dann schon alle Folgen, die ich heute aufnehme, an einem Stück schauen, sobald sie dann hochgeladen sind. Und musst nicht darauf warten, dass wir auf YouTube erscheinen. Aber für YouTube-Zuschauer ändert sich nichts, denn ja, wie seit ganz vielen Jahren, werde ich auch dort weiterhin jeden Tag, jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag eine Folge hochladen. Danke für eure tolle Unterstützung. So. Ja, seid ihr so gespannt wie ich? Was werden wir uns jetzt leisten können? Ich würde ja gerne mal diesen Fortschritt, was habt ihr geschrieben? Schiebeschaufelbagger? Klappschaufel? Ich habe ja die Kommentare gelesen, das heißt nicht, dass ich mir das alles merken kann. Ach, ja, das ist so süß. Gut. Also, eure Theorie war, wir müssen nur über den Trigger fahren. Und dann geht das. Und dann geht das los hier. Dann schauen wir mal, ob dem so ist. Wo war denn der jetzt schon wieder? Ich vergesse das immer. Hier war das Holz. Da hinten. Da wir hier so riesengroße Sägewerke haben, überlege ich wirklich, ob wir auch Sägewerken sollten. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. So, jetzt bin ich gespannt. Wie viel kriegen wir dafür? Und vor allen Dingen, was können wir uns dann leisten? So, hat der Zuschauer recht? Nein. Ich wollte gerade schon sagen, natürlich nicht. Ja, also Spanngurte sind ab, aber... Er geht nicht. So, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie... Da kommt die richtige Musik dafür. Oh nein. Das geht doch im Leben nicht. Ja, was soll ich sagen? Ich bin, verwirrt. Ich würde ja einräumen, dass gelegentlich Zuschauer auch mal recht haben. Und ich kann mich auch ganz dunkel entsinnen. Irgendwie haben wir das auch anders gemacht auch. Aber so auf jeden Fall nicht. Gucken, ob wir die so schieben können. Weil wenn wir die so schieben können, dann hätten wir eine kleinere... Also wenn das Spiel eine echte Physik hätte, hätten wir so eine kleinere Auflagefläche. Das heißt also, wir brauchen wirklich an den Goldlade
An den Goldabladeorten brauchen wir wirklich eigentlich dann theoretisch. Bräuchten wir an jedem einzelnen einen Radlader? Das heißt, wenn wir uns jetzt oben für oben einen größeren holen, dann müssten wir den kleineren hier runterfahren, nur um Paletten umzuladen. Ich versuche mal hier irgendwie mittig reinzukommen. Weißt du, da bist du Goldschürfer, ne? Und hier richtig viel Geld auf dieser Palette und wir gehen damit so um. Typisch YouTuber, ne? Aber ich finde das schön. Also, was wir im Moment hier so machen im Kanal, einfach nur spielen, einfach Spaß haben. Jetzt gerade vielleicht nicht so, aber sonst generell. Und da finde ich es auch besonders schön, dass ihr das mitmacht. Muss ich auch mal lobend erwähnen. So. Aber ihr seht, ich sag mal, ich glaube, wir werden alle gemeinsam so nicht glücklich mit dieser Lösung. Das kann man jetzt mal so machen, aber irgendwie... Also zumindest haben wir die Erkenntnis, dass, was der Zuschauer schrieb, so nicht funktioniert. Vielleicht auch, weil der Anhänger eigentlich gar nicht für Ballen vorgesehen ist, weiß ich nicht. Hallo? Ich glaube, das gehört zu den Dingen, die ihr eigentlich bei mir nicht sehen wolltet. Deswegen, wie gesagt, sowas kommt nicht wieder vor, aber ich muss ja jetzt irgendwie das loswerden. Wir wissen ja jetzt, dass wir hier einen neuen Radlader brauchen. Eigentlich wissen wir jetzt schon, dass wir oben für die Mine uns einen größeren Radlader holen müssen. Weil es macht ja keinen Sinn, da jetzt groß weiter zu arbeiten. Wir wissen, wir können hier unten die ganzen Sachen gar nicht abladen. Oder müssen wir mit dem Radlader hier runterfahren. Was mit Cosplay ja auch nicht geht, weil... Ne? So, aber es hat sich gelohnt. 138.000. Und dann können wir mal hier das Bobcat verkaufen, weil wir wissen ja schon, das können wir hier so leider nicht mehr gebrauchen. Wobei wir können das vielleicht noch für Holzpaletten brauchen. Wir lassen es nochmal hier stehen. Aber grundsätzlich eigentlich nicht. So, 238.000. Das bringt uns wieder zu der schönen Gelegenheit, mal zu schauen, was holen wir uns als nächstes, als kleine Belohnung für die viele Arbeit, die wir gemacht haben. Oder aber, was bringt uns am weitesten voran? Das ist ja eigentlich so ein bisschen eher das, wo wir immer drauf schauen. So, wir wollen jetzt erstmal hier von Palette zu Mine. Und wollen natürlich am letzten Wegpunkt oder Träger warten. Weil dieser Wald, ne, der ist so verlockend, dass wir da einmal im Fichtenmoped durchgehen. Wie sagst dir du? Tja, Also dann werden wir den brauchen. Was kostet denn, wenn wir jetzt nochmal eine Nummer größer als Radlader nehmen? Das ist das Problem, der LKW wird langsam so klein. Liter. 162.000 und 12.000. Aber... Okay, das ist schon mit Vergrößerung. Ja, und dann kommt der Arkos.
Der Arox? Der Arox? Hm. 25.000. Hatten wir denn in dem Pack noch welche drin sonst? Ja, aber jetzt kommen sonst die größeren Radlader in Frage. Aber wir hatten den hier noch, den Volvo. Ja, der hat 35.000 Liter. Das wäre eigentlich ein ideales Fahrzeug, um Sachen über die Straße zu fahren. Und von den Garderol Rot. Und richtig cool, ne? Boah. Ja, sollen wir uns den holen, um die Steine zu verkaufen? Dann könnten wir... Ja gut, dann könnten wir in der nächsten Folge mal die Steine verkaufen fahren. Da müssen wir auch noch ein bisschen umdisponieren wahrscheinlich, weil der mit dem LKW kommen wir ja wahrscheinlich nicht unter den Verkaufsträger. Aber das andere, was wir definitiv noch brauchen würden, einen größeren Radlader. So, und da hatten wir ja die nächste Stufe, die wir haben wollten, war der etwas größere mit der größeren Schaufel. Ne? Guck mal, da kommt er gerade angefahren. Das wäre also hier. Das wäre dann hier der... Dann nehmen wir mal den JCB. Mit der 6000er Schaufel. Das wäre dann die nächste Stufe. Das ist immer die Frage, ob man bei denen dann die Knick... Lenkung abschalten kann oder nicht. Also ich würde sagen, erst der Radlader. Weil sonst können wir nicht weiter verkaufen, ist halt so, ne? Und dann mit der großen Schaufel auch. Und dann der LKW. Ja? So machen wir's. So, wir nehmen mal die... Die Trellborg. In Standardausführung. Und mit gelben Felgen. So, und jetzt geht's aber langsam weiter. Also ihr habt euch das gewünscht, dass wir auch dann langsam größere Sachen nehmen. Das machen wir auch. Und dann nehmen wir jetzt die rechte Schaufel. Und das mal auch so. Und jetzt haben wir das Problem, also mit Cosplay abholen ist nicht... So, und das hier funktioniert irgendwie auch nicht. Der geht irgendwie wieder aus jedes Mal. Warum? Warum geht der immer aus? Gut, ja, in der nächsten Folge nehmen wir gemeinsam in Betrieb den neuen LKW. Und das hier war gerade sehr blöd, weil wir brauchen jetzt einen zum Umladen. Na, wir schauen mal. Und währenddessen werden hier noch weiter Steine verkauft. Da wollen wir mal schauen, wie viele das sind. Nämlich 157.000. Boah. Ja, also wie gesagt, da brauchen wir wirklich was Größeres. Und wir brauchen was Größeres, um hier die Wassertanks aufzufüllen. Das nehmen wir in der nächsten Folge für Plus-Zuschauer sofort im Anschluss auf Garderol Plus. Für alle anderen dann morgen, übermorgen auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis bald.